1961. Jetzt ist Schluss mit lustig. Mustafa, Aufräumaktion. Der aufständische Geonosianer Giso Delso und seine Droiden und Einrichtungen müssen zerstört werden. Ja, auf sie mit Gebrüll! Ja, das wird Journal der 501. Mustafa, Aufräumaktion. Na, das wird auf jeden Fall interessant. Ja, wir nehmen natürlich hier einen Techniker. Wir können auch eine Sturmtruppe nehmen, aber wir müssen auf jeden Fall lange am Leben bleiben. Deswegen nehme ich eigentlich immer hier den Techniker. Gut, Männer. Heute löschen wir die Überreste der KUS aus. Am Ende jagen wir eine versteckte Droidenfabrik hoch. Aber erst müssen wir diese Mineneinrichtung infiltrieren und sichern. Also los. Kontrolle über das Lava-Observatorium übernehmen. Und wie kommen wir da unten rein? Ist nur mal so meine Frage. Ach da! Auf der anderen Seite. Heißt, wir müssen uns jetzt hier... Wow! Lass mich in Ruhe. Autsch! Warum muss es denn immer eine Magna-Wache sein? Tja, das wird schwierig. Und eine normale Truppe bringt auch nicht so viel, so wie es aussieht. Da wir ja da ein leichtes Problem haben und die Gegner schnell platt machen müssen. Oh, das war mein eigener. Was macht ihr hier hinten? Schon wieder eine Magna-Wache. So, diesmal hat der Burst aber gereicht. Und tschüss. Ich bin drin. Autsch. Jetzt nicht mehr. Wir rennen da aber auch vielleicht einfach nur gegen an. Die Hälfte unserer Truppen haben wir schon weg und wir sind nicht mehr bis zum Eingangsbereich gekommen. Leute, drängt sie zurück, treibt sie zusammen und jagt sie in die Luft. Das ist das, was wir gegen diese alten Druiden hier machen müssen. Bevor ich drauf gehe, nehme ich dich da noch mit. Wenn nicht sogar euch alle hier noch. Zack. Ich sag dir, wir müssen lange überleben. So, Technik-Druide. Der wäre erledigt. Der Trick darin ist nämlich, dass wenn das Ding hochgeht und die Leute da weiter reinlaufen, dass sie dann dadurch Schaden kriegen. Die Kontrolle über den Gang übernehmen. Gehen Sie über die Brücke weiter und nehmen Sie den Gang ein. Aber zuerst muss hier dieser Druide ausgeschaltet werden. Uh-oh. Ich finde ja die Musik hier extrem gut. Oh Gott, nachladen. Oh Gott, ich habe keine Lebenspunkte mehr. Aber ihr könnt auch nicht irgendwie zielen oder sowas. Ich habe zwar keine Schadenssteigerung. Uh-oh. Aber die Rüstung, die bringt's. Die Kollektorbasis wird wie ein guter Stützpunkt. Nehmen Sie sie ein. Zur Kollektorbasis durchschlagen und Aussichts-KP einnehmen, natürlich. Sofern wir denn nicht gegen diese Magna-Wache draufgehen. Au. Tja, aber das ist alles, was sie an Sachen drauf hat. Und danach kann sie erstmal, ich glaube, gut 8 Sekunden lang nichts mehr machen. Nein, ihr seht uns alle. Ihr seht mich gar nicht, ihr seht mich gar nicht. Ich sagte, ihr seht mich nicht. So. Uah, stirb. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh Gott, oh Gott. Überlebt! Die Frage ist nur, wie lang. Wir haben jetzt auch keine Health Packs mehr.
wollte schon gerade sagen, es kann doch nicht sein, dass wir den nicht treffen. Der ist nämlich sehr, sehr nervig, der Druide dort. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Munition! Hier ist schon wieder einer. Oh Gott, ich brauche Munition. Also, ich brauche Lebenspunkte und Munition. Ich glaube... Okay, Dead Man Walking. Geronimo! Einer. Das war's auch. Ganz stumm wartete er, bis wir auftrafen und hat uns dann einen Blasterschuss verpasst. Okay, das wird hart. Weil wir nicht von der anderen Seite angreifen können. Also theoretisch könnten wir es mit Sicherheit. Einer. Uah. Oh, dass ich, wenn ich selbst nahe bei denen dran stehe, keinen Schaden mache. Und dass die mir so viel Schaden machen, das ist so ein bisschen schade. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich eine Schadensreduktion gut gebrauchen könnte. Überleg mal, die stoßen gegen uns vor. Und ich stehe jetzt fast direkt vor denen und mach denen einfach, mach denen nicht One-Hit. Ah, ich habe mir doch gerade Lebenspunkte wiedergeholt. Das war ein stinknormaler Druide. Aber ich glaube irgendwie, dass wir das Ding verlieren werden. Aber das hatten wir ja auch in der alten Kampagne, dass ich da zum ersten Mal verloren habe. Pah, du interessierst mich nicht mehr. Ich renne es einfach hoch. Also hoffe ich einfach mal, dass ich da hochrennen kann. Zack. Oh Gott, das ist ein ganz schön hochfrequenter Schuss. So, hier können wir nämlich schon direkt das Ding reduzieren. Oh, hi! Da war noch ein Druide? Ich habe da ehrlich gesagt wirklich nur diesen einen gesehen. Gut, dass du ihn kaputt gemacht hast. 24 Truppen bleiben uns noch. Vorstoßen! Sehr gut. Sichert mir den Rücken. Schaden. Oh, ich habe ja... Ich wollte gerade auf die Blasterpistole wechseln. Ja, das passiert, wenn man Fusionsschneider dabei hat. Gut, weiter geht's. Ausgewichen. Noch einmal. Zack. Das war der Feind. Nein! Wieso springt das denn so weit? Schaden! Oh Gott, ich kann nicht rollen. Jawohl! Du bringst mich gleich mit deinem Fusionsschneider um, ich weiß. Uah! Komm, ich mach dich platt mit deinem Fusionsschneider, den du da trägst. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich aus der Entfernung mit dem Scharfschützengewehr schießen und vor allem noch den Kopf treffen. Das ist ja langsam nicht mehr feierlich, so oft wie ich hier drauf gehe. Aber egal. Gut, wir haben aber das Ding hier lange und weit eingenommen. Sichert mir den Rücken, ich nehme den Kommandoposten ein. Hoffentlich. Okay, spack du hier nicht rum, Druide. Soll es drauf gehen. Hier muss noch ein Druide. Oh, da. Hi, Druide. Aua! Der macht einfach krass viel Schaden. Okay, wir haben wieder volle Lebenspunkte. Puh, das war knapp. Heute nicht zerstören, werden uns morgen Ärger machen. Also, auslöschen. Diese Geonosianer haben an einem neuen Prototypen eines konföderierten Infanteristen gearbeitet. Zerstören Sie die Pläne, damit Sie keine neue Droidenarmee bauen können. Zerstören Sie die Prototyppläne. Das sind zwei. Achso, das sind wahrscheinlich diese... Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Genau diese Dinger hier. Ich will euch nichts Böses. Obwohl, vielleicht doch. Ein bisschen. Das finde ich immer so komisch, dass die hier so wegglitschen. Autsch! Nein! Nicht jetzt, nicht heute. Man wird schießen. Ach so, diese kleinen Kackdrohnen. Manchmal glitschen die weg, manchmal glitschen die nicht weg. Okay, auf sie mit Gebrüll! Mit Gebrüll!
Gebrüll! Einer unserer Jungs wurde getötet, als er das andere Signal herbrachte. Los, holen Sie es! Holen Sie das Signal für den Orbitalangriff zurück, das Ihr Verbündeter im Konferenzraum zurückließ. Es ist übrigens schön, dieses Bild im Hintergrund. Uah! Nicht heute, nicht jetzt. Mein Tod ist an einem anderen Tag vorgesehen. Oh, hi. Da ist es doch. Signal auf die Zentralantenne. Welche Zentralantenne? Egal, ich hoffe mal, wir können uns hier frei bewegen. Wo ist denn das? Da hinten ganz. Gut, ich hoffe einfach mal wirklich, dass wir uns hier frei bewegen können. Können wir anscheinend. Die Frage ist nur, wie lange wir hier überleben. Das wird eine wilde Fahrt. Und es wird vor allem extrem knapp. Also von den Truppen her nicht, aber von dem Durchkommen war das wirklich knapp. Sehr gut. Rückzug zur Kollektorbasis und beobachten Sie das Feuerwerk. Antennenfahr langs Räumen. Hier wird einfach nur gestorben. Okay. Feuerwerk? Es regnet Bugs. Bringt sie alle um. Sie haben die Erlaubnis, im Namen des Imperiums alles zu erledigen, was sich bewegt. Aber sie müssen die Sordell so erledigen. Wow! Nicht wegräumen, oder nicht? Oh Gott, diese... Ich schmeiß jetzt gleich mein Deadpack an den Kopf. Okay, das war ein bisschen hoch. Boah, ich brauche unbedingt Lebenspunkte. So, Giso. Jawoll! Sieg! Beim ersten Versuch, möchte ich mal anmerken. Ja, der andere war ja nicht so ganz toll. Die Zerstörung der Mineneinrichtungen hat jeden Gedanken an eine zweite Droidenrebellion ausgelöscht. Zum ersten Mal seit Jahren konnte sich die 501. entspannen und sich darum kümmern, ein Imperium aufrechtzuerhalten, anstatt eines aufzubauen.